Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13. Weiter geht es hier im Lake Pressure, wie er heißt. Dieser See, der Gestalt geworden ist. Weird, isn't it? All the messed up ways to meet. I might as well make introductions. I'm Snow, Snow Villiers. Short stuff? Hope. Hope Estime. What about her? Bodum Security Regiment. She goes by Lightning. Last name's Farron. First, anybody's guess. Anil. Saz, Catchroy. Good to meet you. Ah, it's not right. Why kids have to get dragged into this? I'll keep the kids out of trouble. Problem with that is, you're one of them. Hey, trying to take on the post foul sea. That was our first mistake. You should have left it to the Sanctum. Hey! Why not? I mean, we've counted on the Sanctum's foul sea for food, water, everything we've needed since the time we were born. But you still helped us do it. Why is that? Gotta be something. There might have been. Not so sure anymore. Okay. Immer weiter. Oh, hi. I guess they're hunting down purge survivors now. Attacke! Die waren jetzt kein Problem. Habe ja auch einen Blender benutzt. Blender wiedergekriegt. Oh, Phönixfeder. So, jetzt erstmal ein bisschen was. Okay, das ist gut. Sehnenstoß ist gut. Sturmstoß. Okay. Bei dem Ding kann ich gar nicht mehr aufrüsten, oder was? Warum eigentlich? Na. Oh, Aqua. Hat sie jetzt fast. Aber nur fast. So, ist ihm weiter. Ja, genau, es fehlten 5. Erfahrungspunkte fehlten. Hm.
Nimm das! Okay! Die war kein Problem! Genau, 6 Kristallpunkte. Das ist ja wenig. Ah! Ich hab dich gehört. Mief-Sekret. Warum kommt man hier hoch? Ist das Wreckage von der Vestige? Oh! Gegner. Oh, die können Phönixfedern hinterlassen. Sind aber auch super schwach. Die sind super schwach. Kristallpunkte. Magiersiegel? Was ist das? Also hier geht's lang. Hüpfen, hüpfen, hüpfen. Ich habe 1200 Gil. Na, was hast du denn so? Ja, ne. Ich speichere mal ab. Na, wo komme ich jetzt hier hin? Ich glaube, das bringt nichts. This is goodbye. Lightning! You're just gonna leave her? SCICOM will be here soon. If they find us, we're all dead. You think Sarah'd want that? You think you know how she feels? If I leave her, then I'll never know. We'll be fine. I can handle anything they throw at us. No one will die. I'll protect Sarah and Cocoon. Hmm.
Does she look protected to you? I can save her! What can you possibly do? Whatever it takes! Oh, me. You two are hopeless. You just can't admit it. You want to stay as much as he does. Uh-oh. Okay, jetzt haben wir so ein großes Vieh. Das wäre eins wieder von diesen. Hey, stand back. Oh, hi. Schon wieder Detorium? Das ist ein gefährlicher Gegner mit vielen TP. Er sollte in Schock versetzt werden, um den Schaden gegen ihn zu maximieren. Natürlich! Das offensiv ausgelegte Paradigma-Blitzschlag ist hervorragend dazu geeignet, einen Gegner konzentriert anzugreifen, den Serum-Bonus gegen ihn zu erhöhen und ihn schließlich in Schock zu versetzen. Allerdings hat dieser Gegner einen hohen Angriffskraft, wodurch er einen großen Schaden verursacht. Wenn die Gefahr besteht, dass ein Kampf mitgeht, kampfunfähig wird, sollte rechtzeitig zu einem Paradigma wie Grüner Trilis, das Heiler beinhaltet, gewechselt werden. Bei solch einem defensiven Paradigma ist es jedoch schwierig, den Serienbewusst zu steigen und zu verhindern, dass er sogar sinkt. Es gilt die... Ja. Wie viel muss ich denn noch vorlesen? Es gilt die TP der eigenen Gruppe und den Serienbewusst im Auge zu behalten, um das Paradigma der jeweiligen Situation anzupassen. Zunächst kann ein offensives Paradigma wie Blitzschlag dazu beitragen, den Serienbonus in die Höhe zu treiben. Sobald die Kampfmitglieder Schaden erlitten haben, ermöglicht ein defensives Paradigma wie Grüner Trilith Heilung. Nachdem die TP geheilt wurden, kann wieder zu einem offensiven Paradigma gewechselt werden. Durch geschickten Wechsel zu Paradigmen ist es möglich, der Paradigmen ist es möglich, selbst den stärksten Gegner in Schock zu versetzen. Ja. Was kommt jetzt? Der Serienbalken ist auf Null gesunken. Die Heilung sollte schnell abgeschlossen werden, um sich mit einem offensiven Paradigma wie Blitzschlag wieder darauf zu konzentrieren, den Gegner in Schock zu versetzen. Ja, genau. Nimm das. Schwäche ist Blitz. Nimm das! Der hat sehr viel Leben! Wie viel hat er denn? Genau 32.000, das ist ja nicht wenig. Stay sharp.
Okay, der hat jetzt ungefähr zwei Drittel weg. Au! Das war knapp. Au. Könntest du mal... Oh, noch heilen. Oh, 64 Kristallpunkte. Digitalschaltkreis, okay. You're leaving? We want to help Sarah too. But without tools, we could be digging for days. The army's on our trail. So for now, we gotta keep moving. For now. So I just abandoned her and save myself? What about your focus? What happened to banding together and saving the world? Isn't that what you promised? Now you want to forget it all and die right here? Snow, you're nothing but talk. Lightning! I'll do whatever it takes. I'll finish this focus and keep Sarah safe. That's my promise. Great job so far. Stay out of trouble. Mm-hmm. You do. Get going. But later. Okay. Snow. Ja, sag's doch. Save it for next time, kiddo. You'll get left behind. But it's okay, Hope. Light'll take care of you. We'll meet again. Yeah. Count on it. Get you out of there. Count on it. Also das wird doch nichts. I'm not happy about leaving the... Okay, jetzt muss ich mich mal wieder mit dem Paradigmen beschäftigen. Ja, genau, weil alle weg sind. Und ziemlich.
glaube, das ist, glaube ich, zurzeit das, was ich alles machen kann. Kid on his own, but we gotta keep moving. Ja, weiter geht's. Maybe we shouldn't have left him on his own. Er wollte ja da bleiben. Oh, hi. Schon wieder diese Frösche. Die werden aber sehr schnell sehen. Au. So, der zweite ist gleich tot. So, in den Schock. Okay, die bringen ziemlich viele KP. So. Wo kann ich dich denn weitermachen? Ich sag erstmal Heiler. Feuerschlag? Okay. Also da habe ich alles. Warum, ein bisschen mehr TP kann ich schaden. Zwei Wege. Ich höre doch hier etwas. Mief-Sekret. Okay, genau in den Gegner gesprungen. Ja, die sind keine Probleme mehr. Hier sind schon wieder zwei Wege. Warum hat alles zwei Wege? Aber ich würde sagen, hier mache ich jetzt erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part.